Herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrkarte noch für den Marsch. Wir werden jetzt mal Stroh und Lager einfüllen wieder. Und dann gehen wir gleich bei und werden Gras mähen. Das heißt, wir hinten erstmal vorne mal aufheben. Und hinten werden wir das hochklappen und auch hochheben. Und hochklappen. Jetzt haben wir auch Feld Nummer 25 und dann erstmal schön auch schwapp mähen. Also schnell das alles fertig kriegen. Und dann werden wir gleich mal den einen Arbeiter freistellen. Ist ja fertig. Und nacharbeiten. Jetzt machen wir Wiese für Wiese. Jetzt überlege ich gerade, das könnte man noch mal aussehen, ne? Wir haben ja erst 9:30. Wir könnten noch, auf jeden Fall können und werden wir noch was aussehen. Wir könnten auch Gras aussehen wieder. Eigentlich kein Problem. So, da sind wir. Feldmodus, Großgenerierung 25, das stimmt nicht. Ein bisschen nach vorne fahren. Ich lasse aber 9 Meter. Das eigentlich ist ein wäre es eigentlich 10, aber gut. Und weniger Verluste. Mal ganz kurz gucken, ob wir auch entsprechend Wattablage haben will. Gut, das sieht mir ganz ordentlich aus. Das werden wir gleich speichern. Und zwar wie ich auch finde, ne? Dann den wir gleich das Ballpresser nehmen. Das ist nämlich genau richtig für. Da kriege ich im Silo fest. Nehmen wir hier die Ballpresse. Auch eh Gras drin, passt eh. Fahren wir schnell rüber. Schauen wir, dass wir da vielleicht vorbereiten. Und dann werden wir gleich den nächsten nehmen und dann entsprechend da, wenn er gerade fertig ist, auch rüberfahren. Kühe haben nur Gras und Stroh bekommen.
müssen wir noch Wasser geben. Obwohl die eine Pumpe ist ja aktiviert, müsste normalerweise bei 15% Pumpe reagieren. Dass wir noch Wasser nehmen, nicht kümmern müssen. So, ich stelle mal rechts ab, damit wir den anderen mal die entsprechende Arbeit durchführen lassen. Nehmen wir gleich mal den Kurs geladen. So. Mal aus, solange der war fertig. Hat noch gelaufen. Ich will noch nacharbeiten durchführen, das ist notwendig. So viel ist es gar nicht mehr, da ist nichts. Den Rand lasse ich so, oder? Ah, nee. Und dicker haben wir es auch nicht. Sollte eigentlich jetzt fertig sein mit der Aussaat, mit Dünger und so. Oh. Ich habe gerade gelesen, Helfer kriegen nach 18 Uhr bis 6 Uhr früh 15% Zuschlag. Ob das auch für Kursplay gilt? Weiß ich nicht. Aber im Grunde ja, ne? Tja, dann können wir nachts nicht mehr arbeiten, das ist so teuer. Aber wiederum ist es ja notwendig, weil es Umsatz sein muss, ne? Den müssen wir auffüllen, sonst können wir damit nicht anfangen. Der andere ist auch fertig. Haben wir hier schöne, naja, im Großen und Ganzen ist die Aussaat gut erfolgt. Ups, hier geht er nicht anders. Hier hast du den Deich und da ist der Motor schon ganz gut hier. Heute wäre nicht ratsames Regen angesagt. Das für eine Ecke so hell ist. Gehen wir rüber, ne? So. V. X zusammenklappen. Den werden wir auch näher voll machen gleich, aber erstmal die andere Maschine.
lass ihn mal stehen. Weil der braucht ein bisschen sonst Gelder. So, mal gucken. Punktuelles Unkraut. Ja. Manchmal ist natürlich verhext. Stehst davor und überlegst, was wolltest du da machen? Kommst nicht drauf, ne? Wolf wird alt. So, jetzt VW. Da die Fläche für das Sägewerk, was ich da jetzt mal gefällt habe, nicht geeignet ist, zu klein ist, werde ich da wieder Bäume pflanzen, sobald die Zeit dafür da ist. Aber ich muss noch Bäume mal einsammeln und verkaufen. Schauen wir mal, hier ist ganz gut aus. Sieht ganz gut. Und die Ecke lassen wir so. Da oben die Ecke auch. Also außen machen wir nichts für den kleinen. Mit ein bisschen, das nur da, wo jetzt hier in den Kurven. Mittendrin, das geht ein bisschen nach. Kurz überlegen. Regale, ja, gut. Verkaufen wir halt, ne? Und Stroh ins Lager oder Stroh verkaufen. Gut, das passt. So, was machen wir hinten rein? Das wollte ich mal klären. Rekale, was kommt nach Rekale? Beiz passt nicht, Gerste auch nicht, Hafer auch nicht. Wie gesagt, Getreide ist nicht so gut. Das wäre Raps überlastig. Und wo haben wir jetzt eigentlich? Nochmal Sonnenblumen, Weizen, weil im Grunde würde ich jetzt dann probieren, ob man ja noch Gras aussehen kann. Also hier im Prinzip nach der Trikale mit Gras probieren. Bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Von Zeitrahmen her. Ich meine, das wäre nicht schlecht. Dann wäre hinterher wieder 1-4, 1-4 und dann können wir 1-4, 1-4. So. So denkt man darüber nach. Ich überlege, was ich da hinten auch sehe. Das weiß ich noch nicht genau. Fahren wir erstmal hin, wenn wir mal Strohballen pressen, dann können wir nur überlegen, ne? Schon wieder 20 Uhr. Ich wollte sagen, die Auto läuft nicht.
glaube, der, ne, der fährt noch der. Der fährt noch und ist bald fertig. Bremse ist ein bisschen schlecht. Ja, das machen wir rein. Machen wir Mohn rein. Das heißt, was kommt nach Mohn? Was machen wir nach Mohn? Angenommen, ich würde jetzt theoretisch Hopfen nehmen. Hinterher rein theoretisch Gras. Das wäre sogar perfekter Wert. Und dann kommt was für die Brauerei. Weizen, Weizen, dann mit Gerste. Dann eigentlich wieder Gras. Das war die Option. Ja, da kann man wieder Raps nehmen. Das ist ja nicht ein Stein gemeißelt, was wir jetzt machen. Sondern eigentlich eine Option. Wichtig ist nur, dass wir entsprechend dazu machen, dass wir maximalen Ertrag bekommen können. Beziehungsweise halbwegs maximale Tag bekommen können. Das wäre ja äußerst blöd, wenn wir da. So, das erste Ende mal gleich selbst sammeln, weil wir da hinten ein bisschen in die Kurve gefahren sind. Und zwar diese Kurve hier. Gehen wir jetzt automatisch. Müssen wir gleich unseren Mähfreund gehen. Weil wenn der andere nämlich fährt und entsprechend im Weg steht, ist man garantiert Unfall vorprogrammiert. Und das soll er nicht sein, ne? Und dann werden wir gleich auf die nächste Wiese fahren und gleich wieder mähen. Was besser, haben wir jetzt bei 9 Meter. Haben wir keinen Verlust, das Gras ist alles gemäht und dann ist gut so. Flugzeug. Da ist er schon das zweite, wo er gerade wickelt. Ne? Da ist meistens die Gefahr, dass er entsprechend ja, haarscharf. Dieser fahren wir gleich auf Feld Nummer 27, mit ihm da.
Also ich habe gelesen, bei Regen macht halt nichts. Nehmen wir so an, wie so ist. Und hier kriegen wir nicht viel rein, das ist ja das Einzige. Aber brach liegen lassen wollte ich es auch nicht, ne? Das können wir uns nicht leisten, wir müssen ein bisschen noch was investieren, ne? Da haben wir wieder die Mischfabrik und die Fragmente. Ja, noch haben wir genug. Und Schüsschen. Auf zum Feld Nummer 27. Oder 21. Machen wir uns jetzt die 21. Da können wir jetzt noch die zweite Presse nehmen, wenn der andere ein bisschen länger brauchen sollte. Nur auf demselben Feld wollte ich keine zwei arbeiten lassen, weil das zu klein ist. Die würden sich über den Haufen fahren und würde das Ballett nicht schneller werden. Also im Gegenteil, man muss sich ständig darum kümmern, wenn wir dann gleich noch entsprechend die restlichen Ballen aufsammeln. Oder fahren wir immer zum BGH und dann fahren wir die Ballen ansammeln. Ja, mal sehen. BGH müsste Nord sein. So. Aber neuen Kurs. So, liebes Führer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Abo und ein Like. Ich danke dafür. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr wieder reinschaut. Dann sagt mal Tschüss und Ciao. Bis dann. Ciao.